Der DAX steigt den vierten Tag in Folge. Die Wall Street heute wieder durchschnittlich bei den Indizes 2% im Plus. Es ist regelrechte Partystimmung. Hurra, es ist doch eigentlich die beste aller Welten, die wir jetzt haben. So die Logik dieser Rallye. Man sagt sich, guckst du, da ist doch jetzt die Gefahr von strengeren Regulierungen, von strengeren Regularien, die durch einen Sweep, durch einen Durchmarsch der US-Demokraten gekommen wäre, die ist erstmal vom Tisch. Das ist doch super gut, vor allem für die Tech-Konzerne, für die großen Tech-Konzerne, deswegen die Nasdaq-Rallye. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben auch ja diese Steueranhebungen, die Biden machen wollte, für sehr gut Verdiener auf der einen Seite und für Unternehmen auf der anderen Seite. Das wird jetzt viel schwieriger. Das ist wahrscheinlich sogar unmöglich, wenn jetzt eben der Senat republikanisch bleibt und Biden wirklich Präsident wird. Nach wie vor ist das ja nicht sicher, aber egal, jedenfalls wird das alles dann mit ein bisschen Hurra über die Bühne gehen. Trump wird vielleicht ein bisschen meckern, ein bisschen zetern, aber dann wird er sozusagen zum nächsten Gig, zum nächsten Fernsehauftritt gehen, macht vielleicht eine eigene TV-Show und alles ist gut. Also der wird sich dann schon zurückziehen und alles wird gut und dann kriegen wir den Stimulus. Okay, der Stimulus ist nicht so groß wie jetzt vielleicht erwartet bei einem Durchmarsch der US-Demokraten, aber der Stimulus kommt, gar keine Frage. Und dazu haben wir noch die Fed, das ist doch ein bullisches Optimalszenario, das derzeit eingepreist wird. Aber wir wollen mal ein bisschen diese Annahmen, diese, naja, Prämissen ein bisschen auf die Probe stellen und mal gucken, ist das wirklich so oder ist da die beste aller Welten eingepreist und die menschliche Erfahrung zeigt, dass die Welt vielleicht doch nicht so toll ist, wie sie manchmal erscheint, dass sozusagen die beste aller Welten nur temporär der Fall ist, aber nicht dauerhaft, weil es da einige Fallstricke gibt. Fangen wir zunächst mal an mit der Historie und da spricht ja vieles für eine gute Situation. Wir haben, wenn wir die Situation haben, dass wir einen demokratischen Präsident und einen geteilten Kongress haben, also entweder Senat republikanisch oder demokratisch, auf jeden Fall, dass sich beide Kammern da gegenüberstehen, von verschiedenen Parteien dominiert, dann ist das eine super, super gute Konstellation. Seit 1945 eigentlich die beste Konstellation. 13,6% durchschnittlicher Return für den S&P 500. Das ist die bestdenkbare Konstellation, so sagt man sich. Jetzt haben wir noch dazu die Saisonalität. Nach den Präsidentschaftswahlen geht es eigentlich immer nach oben oder fast immer nach oben. Das ist eigentlich eine super Geschichte. Zweites Superbullen-Argument. Wir haben noch eins hier. Wir sehen, dass ein demokratischer Präsident ja nicht wirklich schlimm sein muss, sondern da haben wir sogar durchschnittlich bessere Werte für den Jahresdurchschnitt des S&P in der Performance, nämlich knapp über 13%, während dagegen ein republikanischer Präsident es historisch gesehen nur auf etwas über 10% bringt. Also warum sollen die Märkte Angst haben vor einem demokratischen Präsidenten, wenn es denn Biden werden sollte? Alles sehr, sehr gute Argumente, aber sie haben einen kleinen Haken, denn sie verkennen, dass wir jetzt eine völlig andere Situation haben. Schauen wir uns diese andere Situation zunächst mal an, beziehungsweise gucken wir mal, was passiert ist, was zu dieser, naja, beste aller Welten Einpreisung geführt hat. Wir haben gestern 640.000 VIX-Puts Umsätze gesehen. Das ist der höchste Wert seit März, also seit dem Corona-Crash, respektive seit der massiven Erholung aus dem Corona-Crash heraus. Da sind also wahnsinnig viele jetzt im VIX short gegangen. Man rechnet mit zurückgehender Volatilität. Zurückgehende Volatilität ist meistens gleichzusetzen mit steigenden Aktienmärkten. Jetzt haben wir das Problem vom Tisch. Die Unsicherheit ist vom Tisch, also rein da. Wenn jetzt der VIX fällt, dann steigen meistens die Aktien. Also praktisch die Wetten, die bullischen Wetten, die sind massiv gestiegen. Der Nasdaq Future jetzt zwischen 9% und 10% im Plus seit dem Montag, seit dem Election Day sogar, also seit dem Wahltag, seit Beginn der Woche über 10% jetzt im Plus. Also eine massive Rallye, eben weil man sich sagt, ja, die Regularien, die drohten durch die Demokraten, wenn die das so ungehindert durchsetzen können, vielleicht Aufspaltung der großen Konzerne, das wird jetzt nicht kommen, das ist erstmal vom Tisch. Und deswegen haben wir ja die stärkste 3-Tages-Rallye gesehen, der sogenannten Fangman-Aktien, also Amazon, Netflix, Microsoft, Apple, Google, seit 2015. Wir sind auch hier jetzt 10% nach oben gegangen. Ja, beste aller Welten, die Tech-Konzerne
Die werden jetzt sozusagen nicht gefährdet durch Trump, der ja durchaus mit Twitter und Facebook seine Probleme hat. Und die Demokraten kriegen das nicht durch, wenn dann eben der republikanische Senat, der wird das nicht zulassen. Das wird nicht passieren. Und wir hatten gestern die Situation, und das hat sich heute deutlich verbessert, dass wir ja gestern mehr als 50% der Aktien gefallen sind, obwohl der S&P über 2% gestiegen ist. Eben weil die Tech-Aktien die ganze Geschichte nach oben gezogen hat, ist an sich kein bärisches Signal, außer es bleibt so, dass also mehr Aktien als fallen, während gleichzeitig eben die Märkte steigen. Wir hatten das lange Zeit auch im Jahr 2020, wir hatten das im Februar, die Märkte gestiegen, die meisten Aktien gefallen, dann kam der Corona-Crash. Wir hatten das Ende August, die Indizes gestiegen, die meisten Aktien trotzdem gefallen. Jetzt haben wir heute die Situation, dass die meisten Aktien steigen. Der Breath, der sogenannte Breath, ist wieder echt in Ordnung. Also da schreibt Sente im Makrocharts, das ist ja eine Gefahr gewesen 1999, 2000 und 2007, 2008, also diese schwierigen Jahre, Finanzkrise und Dotcom-Crash. Und da war das länger so und das ist immer gefährlich. Heute ist es eben nicht so. Das ist zunächst mal ein gutes Zeichen. Aber wir haben jetzt im Prinzip ja die etwas schizophrene Logik, könnte man sagen, dass eigentlich zunächst mal angenommen war, ja, die blaue Welle, also der totale Sieg der Demokraten, das sei doch super bullisch. Riesenstimuluspaket ist super gut. Jetzt haben wir gesehen, oh, kommt nicht und wir haben sozusagen tendenziell eine Blockade zwischen einem republikanischen Senat und einem demokratischen Abgeordnetenhaus, macht aber nichts. Wir haben vielleicht neue Lockdowns bevorstehen, aber wir werden dann eben die Zentralbank haben, die das schon richten wird und der Stimulus, der kommt ja irgendwie auch. Also ist nicht so schlimm. Jetzt aber zunächst mal zu diesem Gridlock, also zu diesem Patt zwischen Senat und Abgeordnetenhaus. Jetzt ist die Situation nochmal plötzlich unsicher geworden, denn in Georgia ist es jetzt so, dass der Republikaner Perdue geführt hat und damit praktisch die Senatswahl auch gewonnen hat und man hat in den Berechnungen eigentlich diesen Sitz für die Republikaner schon mit eingerechnet. Jetzt ist es aber so, dass Perdue knapp unter die 50% gefallen ist und wenn der Führende nur knapp weniger als 50% bekommt, also unter 50% landet, dann gibt es eine Stichwahl. Diese Stichwahl, die ist erst Anfang Januar, am 5. Januar würde die stattfinden. Das heißt, so ganz sicher, dass der Senat republikanisch ist, ist das noch nicht. Das ist noch nicht wirklich 100% in Stein gemeißelt. Also möglich ist doch noch, dass der Senat vielleicht zumindest ausgeglichen ist mit einem 50-50. Und das wäre eine etwas schräge Situation. Jetzt haben wir zunächst mal ja die engsten Rennen seit 1882 hier in einer Grafik. Sie sehen, das war natürlich im Jahr 2000 Bush mit Gore, Florida. Das war ja ein Riesendrama. Florida, die Stimmen dann ausgezählt. Al Gore hat sich zurückgezogen. Ich hatte das schon mal erwähnt. Aber wir sind wahrscheinlich sehr, sehr nahe an diesem Ergebnis. Es wird eine ganz knappe Geschichte. Damals hatte George W. Bush 271. Biden hat jetzt 264 oder 265 jetzt mit einem Sitz, den er weiter dazu gewonnen hat, braucht also nur noch 5. Das ist also jetzt die Situation, nach wie vor unklar, wie die Geschichte weitergeht. Wir haben jetzt in Pennsylvania ein County, das die Zählung erstmal aufgehört hat, also erst am Freitag weiterzählen wird. Das heißt, wir werden nicht wissen, ob Pennsylvania vielleicht doch noch kippt hin zu den Demokraten, ja oder nein. Und dann haben wir Nevada, da scheint sich der Vorsprung von Biden ein bisschen zu vergrößern. Das könnte also reichen und damit würden diese 270 Stimmen auf jeden Fall voll werden, wenn Nevada hier klappt für Biden und Arizona nicht mehr kippt. Das ist der Stand der Dinge. Jetzt kommt aber Seth Donald und die Erwartung ist ja, naja, der wird ein bisschen Theater machen, dann zieht er sich aber zurück, macht die nächste The Apprentice Show oder irgendwas anderes. Jetzt sagt aber Donald Trump, ich fordere und beharre darauf, dass jede Stimme, die sozusagen nach dem Election Day eintrifft, praktisch bei den Wahlurnen landet, dass die nicht mehr gezählt wird. Das ist natürlich eine, naja, schwierige Interpretation, denn die Gesetze der Bundesstaaten sind, wie sie eben sind. Das heißt, wir haben in Pennsylvania die Situation, dass bis 2 Wochen nach dem Wahltermin eingehende Stimmen noch gezählt werden dürfen. Also Trump sagt faktisch, diese Gesetze sind nichtig. Das ist sozusagen dieses Argument, naja,
dann beenden wir doch das Spiel früher im Fußball, wenn uns das Ergebnis passt, oder wenn es uns nicht passt, dann lassen wir bis zur 530. Minute spielen, bis es passt. Das ist ungefähr auf derselben logischen Ebene hier, stop the count, das sagte The Donald. Und jetzt sagt er, okay, wir werden alle Bundesstaaten, wo Biden gewonnen hat oder wo er gewinnt, da werden wir Widerspruch einlegen. Wir werden sagen, dass hier praktisch Betrug im Spiel war. Und wir haben hier viele Beweise. Also Trump ist auf jeden Fall noch dabei zu kämpfen. Nun ja, die Wall Street sagt sich, ja, okay, aber er hat juristisch wahrscheinlich relativ wenig Chancen, so die derzeitige Annahme. Naja, wir werden sehen. Jedenfalls ist die Frage, was wird denn Trump machen, wenn er wirklich jetzt verliert, wenn also klar ist, dass er nicht mehr US-Präsident ist. Und dann muss man so klar sagen, dann droht ihm Gefängnis. Denn es gibt ja einige Verfahren, die gegen ihn laufen. Steuerhinterziehung, Vergewaltigung, gut, illegale Vorteilsnahme im Amt, Behinderung der Justiz etc. etc. Also da ist einiges, was sozusagen justiziabel wäre, wenn er die Immunität verliert. Ich will die nicht auf ihre Richtigkeit oder Falschheit beurteilen. Jedenfalls muss Trump damit rechnen, dass er attackiert wird von Leuten, denen er sehr, sehr stark gegen das Schienbein getreten hat. Zum Beispiel aus den Geheimdiensten, aber auch von anderen. Das heißt, da werden sich manche rächen wollen, da werden ihn manche durchaus einen Gegenschlag verpassen wollen. Und das weiß nach meiner Auffassung Donald Trump. Deswegen wird er kämpfen, kämpfen, kämpfen und wird nicht Ruhe geben, bis er die Dinge irgendwie in seine Richtung drehen kann. Notfalls durch Mobilisierung von Trump-Sympathisanten, die auch bewaffnet sind. Und wir sehen hier jetzt zum Beispiel seine Aussagen in Sachen Stimulus. Die Annahme ist ja, okay, dann werden sich halt die Demokraten und die Republikaner irgendwie einigen auf ein vielleicht kleineres Stimuluspaket und dann ist das beschlossen. Nein, das ist nicht so, denn Trump kann sein Veto einlegen und kann sagen, nee, ist nicht. Und genau das hat der Berater von Donald Trump jetzt auch gesagt. Nee, also wir werden einem Stimulusprogramm, einem großen Stimulusprogramm auf keinen Fall zustimmen. Das kann Biden dann machen, wenn er es denn werden sollte, wenn er Präsident werden sollte. Trump wird das nicht machen. Das heißt, Trump kann sagen, nee, ist nicht, ich will das nicht. Und er hatte die juristische Möglichkeit dazu schlichtweg, denn wenn er sein Veto einlegt, dann würden die bereits abgeschlossenen Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern praktisch neu starten müssten. Dann würden diese Gesetze, diese Bill, dieser Stimulus würde dann nochmal jeweils im Abgeordnetenhaus und im Senat verhandelt werden müssen. Und dann braucht man jeweils in beiden Kammern eine Zweidrittelmehrheit, sonst ist das Ganze hinfällig. Also die Frage ist, kommt dieser Stimulus überhaupt und nicht nur geringer, sondern kommt er? Das ist natürlich jetzt eine Perspektive, die schon ein bisschen weiter reicht. Ja, wir haben zunächst mal ja die wunderbare Welt, dass sozusagen jetzt die schlimmsten Szenarien sind komplett vom Tisch, so scheint es, dementsprechend diese Rallye. Aber wir haben natürlich jetzt auch die Situation eines politischen Patz, wenn es denn so kommt, dass also Senat republikanisch ist, dann das Abgeordnetenhaus demokratisch, Biden dann wahrscheinlich ein schwacher Präsident ist, der nicht viel durchsetzen kann. Darunter wird die Wirtschaft leiden, weil der Stimulus geringer ist. Das wird früher oder später auch den Unternehmen auf die Füße fallen, weil das Wirtschaftswachstum geringer ist, weil die Konsumenten nicht so viel konsumieren können, wenn die Schecks nicht mehr so üppig ausfallen. Also das ist sozusagen die mittelfristige Perspektive. Kurzfristig sagt man sich, ist doch alles wunderbar, aber mittelfristig verschlechtern sich damit eben die Aussichten deutlich. Jetzt haben wir natürlich noch unseren Freund und Helfer heute Abend, The Fed, die wahrscheinlich nichts sagen wird heute. Es sind auch heute keine neuen Projektionen anberaumt bei diesem Meeting, also sozusagen Voraussagen, wie die Wirtschaft jetzt laufen wird, wie die Inflation laufen wird. Das kommt erst dann in der nächsten Sitzung, 15. 16. Dezember. Das heißt, wenn die Fed heute nichts macht, nichts ankündigt, sondern einfach sagt, naja, wir brauchen den Stimulus, das, was sie schon zuletzt immer wieder gesagt hatte, das wird die Märkte jetzt nicht gerade wahrscheinlich stark bewegen. Aber das heißt, die Fed ist jetzt sozusagen on hold und der Stimulus ist nicht da. Und dieser Stimulus kommt vielleicht auch gar nicht. Das ist sozusagen dann jetzt die Perspektive für November, Dezember. Der ist aber bereits eingepreist in den Aktienmärkten. Also ich finde, das sind sehr viele Annahmen auf einmal, die sozusagen in dieser Sicht eingepreist sind. Wir haben es mit der besten aller Welten zu tun. Erstens, der Stimulus kommt, der wird vielleicht ein bisschen kleiner. Zweitens, Regularien kommen nicht. Das wird nicht durchkommen. Das werden wir sehen. Dann die Vorstellung, dass sozusagen
hier auch keine Steueranhebungen kommen. All das sind die positiver und dafür sagt man dann, ja okay, weniger Stimulus, das nehmen wir dann halt in Kauf. Und Präsident Trump wird sich schon irgendwie zurückziehen. Das Letztere glaube ich persönlich nicht. Das wird noch eine ganz, ganz heiße Geschichte. Und das ist eben in der besten aller Welten scheinbar nicht eingepreist, wie mir scheint. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach so weiterlaufen, sondern dass das volatil werden wird, dass sozusagen hier die Dinge durchaus nicht ganz so einfach werden, wie jetzt das bullische Narrativ, das in allen Medien zu hören ist, es wirklich annimmt. Aber wir werden sehen. Ich wünsche jetzt einen schönen Feierabend. Morgen ist Markeflüster wahrscheinlich früher als heute, weil ich dann weg muss. Das nur nebenbei. Ich sage Servus und Ciao.